Während seiner Zeit auf der Wartburg sitzt Luther viel am Schreibtisch und übersetzt die Bibel ins Deutsche. Dabei geht es ihm, der sich vor seinen Feinden in der Burg versteckt, körperlich gar nicht gut. Er leidet an Einsamkeit, fühlt sich verfolgt und hat immer wieder Verdauungsprobleme. Er ist überzeugt, vom Teufel persönlich heimgesucht zu werden. Luther will den Teufel unbedingt vertreiben und das mit allen Mitteln. So die Legende. Aber hat Luther den Teufel wirklich gesehen? Interessanterweise haben wir in der zeitgenössischen Korrespondenz der Wartburgzeit, die sehr dicht überliefert ist, immer wieder Erwähnungen des Teufels. Luther lebt sozusagen in der Herausforderung, im Angesicht des Teufels. Luther interpretiert vielfältige Erfahrungen als Erfahrungen der Versuchung durch den Teufel. Insofern ist der Teufel für Luther kein Mythos, sondern Realität. Also wir würden natürlich die Verdauungsprobleme, die er in besonderer Schärfe auf der Wartburg gehabt haben wird, aufgrund dessen, was er in den Briefwechseln schildert. Luther hat ein sehr anderes, sozusagen vormodernes, vorbürgerliches, wenn man so will, Verhältnis zu seiner eigenen Leiblichkeit. Er redet sozusagen über Körpergeräusche, er produziert Körpergeräusche, er wird auch gerochen haben, denke ich. Also er wäre sozusagen für uns im Umgang eine relativ schwierige, sozial schwer verträgliche Existenz. Insofern hat er Beschwernisse aller Art, unter anderem auch Verdauungsprobleme mit teuflischen Interventionen in Verbindung gebracht.